Jo Leute, was geht ab? Das war richtig langsam. Jo Leute, das war schon wieder langsam. Ich mein's ernst. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück hier auf Faxen TV. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben eine brandneue News. Das Stichwort brandneue News ist auch mal, also wirklich zutreffend. Genau. Ihr habt es vielleicht schon am Titel gesehen. Wir haben ja ein Video gedreht, wo wir ein 100-Euro-Auto mit einem 100.000-Euro-Auto verglichen haben. 22 Zoll. Genau, heute wird ein Real Talk Video gemacht. Genau. Heute gibt es noch Real Talk. Real Talk. Real Talk. Es ist was Heftiges passiert. Kein Clickbait oder so, es ist wirklich was Heftiges passiert. In diesem Video werden wir darüber berichten. Ihr könnt es schon sehen, heute ein bisschen ernster, eine ernstere Mimik drauf. Ernstere Klamotten. Ja. Oh, können wir die Schrift auch hier drauf bearbeiten? Können wir das bearbeiten? Können wir hier Fax-TV drauf schreiben? Das ist so ungefähr jetzt 5-6 Tage her. Wir waren ja aber auch in der Türkei. An alle, die uns auf Instagram folgen, ihr wisst Bescheid. Die, die uns nicht auf Instagram folgen. Leute, ihr müsst uns auf Instagram folgen. Hier sind unsere Instagram-Namen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand der Dinge bleibt. Vor allem, was das Musikvideo auch betrifft. Aber dazu mehr Infos am Ende vom Video. Also bleibt dran. Und jetzt kommen wir zum Thema. Also, wie gesagt, wir haben das Video gedreht. Alles war schön und gut. Und dann, nach ein paar Stunden, kam die Nachricht vom Besitzer vom Auto. Und zwar... Von welchem Auto? Vom Peugeot. Peugeot? Peugeot. Vom Peugeot? Peugeot. Also unserem 100-Euro Auto. Was war denn die Nachricht? Nachricht war, das Auto ist wirklich ein paar Stunden nach dem Video abgebrannt. Das verbrannt. Auto in Flammen ist aufgegangen. Abgebrannt. Verbrannt. Einfach komplett. So, und wir stehen auch gerade hier neben dem Auto. Und zwar befindet sich das Auto genau hier. Freunde, wie ihr sehen könnt, hier sieht alles normal aus, oder? Ja, sieht alles top aus, wie in dem Video auch, nur der Sticker ist ab. So, der Sticker ist ab. Schau mal hier, die Kennzeichen sind ab. Aber sonst sieht alles ganz normal aus, oder? Ja, außer hier sieht man das vielleicht auf dem Boden. Vereinzelte Teile, die komplett abgebrannt sind. Das ist mega, mega krass. Aber schauen wir uns mal den Wagen von vorne an. So sieht der Wagen aktuell aus. Komplett abgebrannt. Schaut mal, oh mein Gott, Alter, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist richtig krass. Alles ist geschmolzen. Alles ist geschmolzen. Sogar die Scheinwerfer sind geschmolzen. Alles. Achtet mal. Das stinkt auch unnormal, bestialisch. Oh, das stinkt richtig nach Plastik, nach verbranntem Plastik. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr mal so Plastik verbrannt habt. Boah, das stinkt so. Wir gehen das hier einmal durch. Boah, Leute. Obwohl das eine Woche oder ein paar Tage her ist. Hier sehen wir den Motorblock. Da gibt es ja die Plastikabdeckung oben drauf. Die ist komplett weg. Und das sieht so aus, wie es aus einer Halloween-Szene. Ne? Ja, das ist richtig schlimm. Richtig schlimm, richtig Freunde. Richtig ekelhaft. So, die Batterie ist auch geschmolzen. Der Wagen, bei dem funktioniert gar nichts mehr. Man erkennt wirklich nichts mehr. Absolut gar nichts. Also der Besitzer, unser Kollege, der Orgon, der hat auch erzählt, während der Wagen brannte, sind die Reifen einfach geplatzt. Die Vorderreifen. Boom, boom. Das war wohl sehr, sehr laut. Ich würde sagen, an dieser Stelle blenden wir auch mal direkt ein Video dazu ein. Was geht hier ab? Mein Auto brennt. Genau, wir schauen uns mal die andere Seite am besten an. So, hier sieht es nicht viel besser aus. Genau dasselbe Bild. Der Reifen ist geschmolzen, geplatt, hier hängt irgendwas runter. Der Lack ist sogar komplett... Oh, schaut mal hier. Blättert ab, der Lack. Blättert ab, man kann das so abknibbeln. Seitenspiegel, die guten Seitenspiegel, sogar die man einklappen kann, die man einklappen konnte, kann man den. Ja, also ah, das geht immer noch. Auto ist draußen, ihr habt keine Garage, ihr habt nicht so viel Geld für eine Garage. Einer läuft soffen, drauf und rum. Kommt dran, was passiert? Nichts. Nichts passiert mit dem Spiegel. Warum? Einklappbar. Schau mal hier die Scheibe, die Frontscheibe, die ist komplett. Hier sind Risse drin, Leute, wegen der Hitze. Die Hitze ist komplett anders. Oh, das geht bis da oben hin. Das ist schon heftig, das sieht richtig übel aus. Hier haben wir hier Gummi. Leute, der Innenraum täuscht. Hier sieht alles ganz normal aus. Das Radio ist noch ausgebaut. Ihr kennt die geile Funktion von dem Radio. Sobald die Tür offen ist, läuft Musik. Das gab es in keinem anderen Auto. Das gibt es wirklich jetzt ohne Spaß nicht in jedem Auto. Und zwar diese Funktion. Was? What? Ein Unterschied gibt es, und zwar der Geruch. Es riecht richtig nach verbranntem Plastik. Ekelhaft, schon giftig, ne? Ja, riech mal, riech mal. Geh mal rein, setz dich mal rein für 5 Minuten. Alter, hat sich das ja gelohnt. 2 Cent. 2 Cent, der Wagen hat... 3 Cent. Der Wagen ist jetzt wirklich keine 100 Euro, sondern der Wagen ist jetzt offiziell
3 Cent wert. Ich weiß nicht, was passiert ist, Freunde, ob die Leute zu viel Auge gemacht haben auf das Zeichen auf der Heckscheibe oder keine Ahnung, ob auf das Radio, aber der Wagen ist wirklich nach 4-5 Stunden nach dem Video. Meinst du, das liegt auch daran? Wir haben wirklich, Bruder und ich, haben so viele Nachrichten bekommen auf Instagram, ob man den Wagen kaufen kann für 100 Euro. Wirklich. Vielleicht war das jemand, der den Wagen kaufen wollte und wir haben halt gesagt, nein, geht nicht, der hat einen Besitzer. Der hat das jetzt ihm nicht gegönnt. Ja, 100% nicht gegönnt, Auge gemacht, keine Ahnung, nett ist, wie es wollt. Wir blenden noch mal hier einige Direct-Message-Nachrichten, die wir über Instagram erhalten haben, ein. Genau. Also, entweder ihr habt Auge gemacht oder die Zuschauer, die Faxen-Family, also die wird doch niemals Auge machen, oder? Niemals. Ihr würdet doch niemals, Freunde, ihr könnt doch kein Auge machen. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Gib mal bitte zu, wer von euch hat sich gedacht, während er das Video angeguckt hat, boah, mieses Auto, geil. Ich würde es auch gerne haben, ja, ich gönne dem nicht so ganz. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wenn ihr nicht gegönnt habt. Ganz ehrlich, meine Meinung, das kann noch kein Zufall sein. Das Video kommt online, an dem Abend brennt das Auto ab. Was geht hier ab? Mein Auto brennt. Was geht hier ab? Mein Auto brennt. Also das. Jo, was geht hier ab? Schreibt mal unten in die Kommentare. Top-Comment muss sein. Was geht hier ab? Mein Auto brennt. Ich habe eigentlich eine Frage an die Leute. Ja, was denn? Gibt es immer noch Interessenten, die den Wagen für 100 Euro haben wollen? Jetzt könnt ihr den haben. Jetzt könnt ihr den Wagen wirklich haben für 100 Euro. Schreibt uns auf jeden Fall Painter Direct, falls ihr Bock drauf habt. Oder ein Autoschlachter. Also, falls ihr hier irgendwas nochmal schlachten möchtet, schreibt uns über Instagram direkt an. Der Besitzer wird sich freuen auf jeden Fall. Wir starten direkt eine Auktion. Wer bietet mehr? Bap, bap, bap. Wir packen den Wagen in eBay rein. Also, definitiv eine sehr, sehr heftige Sache. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Auto, also von einem Bekannten, den ich kenne, abgefackelt ist. Ja, das ist vor allem einfach grundlos. Also wir haben gar nicht den Grund genannt. Entweder war es halt Auge, aber die Feuerwehr meinte, das könnte ein technischer Defekt sein. Aber die meinte, also, ich glaube, das ist ein Begriff fürs Auge. Das ist halt so ein Fachtermini für Auge machen. Genau, so ein Fachbegriff von der Feuerwehr. Es war... Jetzt mal von der traurigen Nachricht zur guten Nachricht. Dafür werden wir aber kurz unser Hintergrund bzw. das Auto wechseln. Ja, Freunde, da sind wir auch schon. Und zwar kommt morgen das Visio. Das Visio? Physio. Physiotherapie. Physiotherapie mit Fax TV. Am Samstag um 12 Uhr kommt es online. Das Video mit dem Auto. Hoffentlich wird dieser Wagen nach dem Musikvideo nicht auch anfangen zu brennen. Boah, ich überlege, sollen wir das Musikvideo doch nicht rausnehmen oder ja, so? Ja, lass das Musikvideo. Nein, nein, das kommt. Das kommt und zwar mit einer heftigen Ansage. Morgen 12 Uhr, schaltet ein, stellt euch die Wecker schon mal ein. Morgen 12 Uhr, es wird richtig, richtig heftig knallen, Freunde. Wie gesagt, mit der goldenen Karre. Seid gespannt, der Song ist auch mega, mega geil geworden. Wir haben uns viel Mühe gegeben und das ist auch das passende Schlusswort, denn wir sind jetzt raus. Ich habe noch ein Hashtag, weil ich habe das Gefühl, nein, nicht ein Gefühl, ich bin mir sicher, der Song wird ein Ohrwurm. Deswegen Hashtag Ohrwurm. Hashtag Ohrwurm. Hashtag Ohrwurm. Ja, lädst du mich ein zum Kaffee, weil es ein bisschen kalt. Geh mal einen Kaffee. Komm raus, dann halt. Komm. Ach ja, Freunde, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke einzuschalten, denn dann bekommt ihr auch morgen eine Benachrichtigung. Verpasst das Musikvideo nicht. Ciao.